Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück im schönen Grün, hier in Sword of Mana. In der letzten Folge wurden wir vom Schattenherrscher von der Brücke gestoßen, nachdem wir unserem Leben als Sklave in der Arena entkommen sind. Ja, und jetzt haben wir nur eine Aufgabe. Unsere verschollene... das verschollene Mädchen Aurea zu finden. Und dafür gehen wir einfach mal hier ein bisschen rum. Vielleicht hilft das ja schon. Ah! Ist da jemand in Gefahr? Pass auf! So. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Oh, ich bin okay, danke. Aber ich muss jetzt weiter. Es ist viel zu gefährlich für dich alleine zu gehen. Ich kann dich begleiten. Keine Sorge, ich bin in Ordnung. Ich kann alleine nach Hause gehen. Aber was, wenn dich wieder ein Monster aus dem Hinterhalt angreift? Moment mal. Du kommst doch nicht etwa aus dem Granz-Imperium, oder etwa doch? Sehe ich etwa so aus, als käme ich aus dem Granz-Imperium? Moment. Was war das für ein Geräusch? Na gut. Kannst du mich nach Toppel begleiten? Toppel? Perfekt. Da wollte ich selbst gerade hin. Wir können zusammen gehen. Okay. Das Dorf Toppel liegt nordöstlich von hier. Mein Name ist Floppy und wie heißt du? Ich heiße Aurea. Nett, dich kennenzulernen. Aurea? Derselbe Name wie... Nein. Unmöglich. Aurea hat sich dir angeschlossen. Ein Junge aus dem Dorf hat mich gebeten, auf dieser Wiese nach seinem Buch zu suchen. Hilfst du mir? Okay. Danke, das ist mir eine große Hilfe. Oh, mit deinem Schwert kannst du das Gras mähen. So finden wir das Buch bestimmt schneller. Upp. Und wir mähen Blinkkraut. Und wir mähen. Denn wir sind ein Mähdrescher mit Schwert. Noch mehr Blinkkraut. Noch mehr Blinkkraut. Solange wir kein wildes Pogo-Puschel aufschrecken, ist ja alles okay. Denn nichts ist so gefährlich wie ein Pogo-Puschel. Oh, ich liebe Pogo-Puschel. Ich hätte gerne mal ein Pogo-Puschel-Plüschtier. Das wäre was. Diddlin-din. Wir mähen hier das hohe Gras mit nem Schwert. Mein Nachbar mag es nicht, wenn ich Rasen mähe. Der sagt dann immer, was machen Sie da mit dem Schwert? Ist das verboten oder ist das legal? Und ich sag dann, ja, mein Schwert ist wenigstens nicht schlecht für die Umwelt. So wie ihr Benzinrasenmäher und er ist auch nicht so laut. Und der so, was haben die gegen meinen Benzinrasenmäher? Der war voll teuer. Und ich so, ja, aber ein Schwert ist schon cooler. Ich hab's. Danke, jetzt können wir zurück nach Toppel. Nee, ich bin noch nicht fertig mit Rasenmähen. Wenn, dann mähen wir schon den kompletten Rasen. So, kann ich sonst irgendwo mähen? Nee, nur die eine Wiese. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Nach Süden. Oh, es ist schon Nacht geworden.
Ein Pogo-Puschel! Die süßesten Gegner, die es je in den Spielen gab, sind immer noch die Pogo-Puschel. Nimm das, Pogo-Puschel! Oh, eine Truhe. Bonbon! Ganz viele Pogo-Puschel. Ah, die sind respawned. Okay, unsere Schwertstufe ist gestiegen. Oh, noch ein Schatz. Schatz oder Falle? Samen, okay. Dann gehen wir hier hoch. Noch mehr Pogo-Puschel! Okay, was gibt's hier? Hier geht's hoch. Doppelkanone. Mhm. Und es ist wieder Tag geworden. Jetzt können wir hier wieder Rasen mähen. Denn das ist wichtig. Damit sich die Pogo-Puschel nicht im hohen Gras verstecken. Warum blinken wir eigentlich? Charakterstatus anzeigen. Okay. Stufe 1. Okay. Ah, jetzt steuere ich die Aurea. Oh, Pogo-Puschel! Nimm das, Pogo-Puschel! Da ist ein Schild, was steht da drauf? Nix. Oh, hier ist ein Schatz. Engelskelch, okay. Und da sind wir in Toppo. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Naja. Kein Problem, hab ich doch gerne gemacht. Nein, ist sie etwa... Dann schauen wir uns hier mal um. Ah, ist das schön hier. Toppo, Laden. Wir reden immer mit allen. Bleib mal stehen, Opa. Manche Leute benutzen auch Ketten als Waffen. Das Gute daran ist, dass man die auch wie ein Lasso benutzen kann. Man wirft sie aus und wenn sie sich irgendwo festhaken, kann man sich da einen rüberziehen. Ich bin ein überaus talentierter Apotheker. Wenn du ein paar Dinge sammelst, wie zum Beispiel Honig, Honigzwiebeln und Würfelbeeren, dann mache ich dir ein Honigelixier mit enormer Kraft. Wer bist du? Entschuldige, aber du scheinst ein Abenteurer-Dasein zu führen. Ich heiße Luke.
Kannst du mir helfen, meinen Vater zu finden? Klar, machen wir. Mein Vater arbeitet in Randall. Er hat Toppel verlassen, um da Arbeit zu finden und ist bisher nicht wiedergekommen. Ab und zu schreibt er mal, aber die Adresse ändert sich ständig und wir können keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. Wir sind alle um seine Gesundheit besorgt. Ich möchte, dass du ihm diesen gegrillten Molch bringst. Kannst du das für mich tun? Klar. Oh, vielen Dank. Gegrillter Molch ist sehr gesund, deshalb möchte ich, dass er ihn bekommt. Mein Vater heißt Marco. Nochmals, danke für deine Hilfe. Gegrillten Molch erhalten. Klingt lecker. Ah, die Händler, die immer noch tanzen wie in Secret of Mana. Willkommen! Okay, was hat er denn zu verkaufen? Zu kaufen. Accessoires, die Werte erhöhen. Geschicklichkeit, Weisheit, Kobra-Ohrringe, Angriff, Preis 100, haben wir nicht genug Geld dafür. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Blinkraut kann ich verkaufen. Aber jetzt werde ich immer noch nicht genug haben. Nee. Da muss ich nochmal in den Wald ein bisschen farmen. Okay, wer wohnt da? Toppelgroßvater. Wir wollen Ketzer sein. Du machst wohl Witze. Wer ist da? Was schleichst du hier so herum? Du wirst hier nichts finden. Rein gar nichts. Los, such so viel du willst. Wir glauben nicht an die Mana-Göttin. Du kannst jetzt wieder gehen. Du wirst hier nichts finden, rein gar nichts. Okay. Sollen wir jetzt hier suchen? Mana für Anfänger. Omas Porträt. Großes Bierfass. Nichts Ungewöhnliches hier. Mhm. Ein Bettchen? Muss ich hier irgendwas finden? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, ich gehe mal wieder. Worüber hast du mit Opa geredet? Bäh! Ich weiß es sowieso. Du kommst aus dem Imperium, um die Anhänger der Mana-Göttin zu verhaften. Siehst du, wie schlau ich bin? Was brabbelst du denn da für einen Unsinn? Geh dem netten Soldaten nicht auf die Nerven. Wir glauben doch nicht an einen so lächerlichen Aberglauben. Nein, ich will nicht länger meine Überzeugung verleumden. Ich glaube an die Mana-Göttin. Und wenn du damit ein Problem hast, dann musst du mich halt töten. Mein edler Herr, bitte vergib diesen Jungen. Er ist als kleines Kind zu oft auf den Kopf gefallen. Er weiß nicht, wovon er da redet.
Na los, töte mich schon, wenn du dich traust. Na, wird's bald. Oh, heilige Mutter des Mana. Das war's dann wohl. Jetzt ist alles aus. Bist du etwa gar kein imperialer Soldat? Oh, ich dachte, du wärst einer der Schergen des Schattenherrschers. Da habe ich mich wohl geirrt. Warum kommst du nicht rein? Du weißt es vermutlich, aber der Schattenherrscher... Hör mit den Entschuldigungen auf. Tut mir so leid. Es ist nur so, dass der Schattenherrscher seine Ketzerjäger auf alle Gläubigen hetzt. Und in unserem Dorf gibt es so viele Gläubige, dass wir gebrandmarkt wurden. Es ist eine grausame Geschichte. Dann verrate mir. Was? Was willst du wissen? Wie kann ich den Schattenherrscher bezwingen? Den Schattenherrscher besiegen? Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du? Alleine? Du willst den Schattenherrscher kalt machen? Spitze! Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Aber das wird nicht einfach sein. Er hat Heerscharen von Untergebenen und übermenschliche Kräfte. Nur der mächtigste aller Schwertkämpfer könnte es je mit ihm aufnehmen. Ohne das Mana-Schwert, da ist es ganz und gar unmöglich. Das Mana-Schwert? Was genau ist das Mana-Schwert? Ich habe genau gesehen, wie deine Augen aufgeleuchtet haben, als ich das Schwert erwähnte. Der weise Schipper in Wendel weiß mehr darüber. Wendel liegt 2 Gebirge von hier entfernt. Es ist eine riesengroße Stadt. Ich kann den Schattenherrscher also mit dem Mana-Schwert besiegen. Auf nach Wendel! Fast hätte ich's vergessen. Man weiß nie, was da draußen für Gefahren lauern. Nimm lieber das hier mit. Magisches Seil erhalten. Dieses Seil bietet göttlichen Schutz. Wenn du es benutzt, schickt es dich automatisch zur letzten Mana-Statue, zu der du gebetet hast. Ist das nicht super? Ich hoffe, du bist dankbar. Gib dein Bestes da draußen. Danke. Okay, was gibt's hier noch? Da laufen Leute rum. Hast du die Neuigkeiten gehört? Die Höhle nach Wendel wurde versiegelt. Versiegelt? Man sagt, der Schlossherr von Schloss Winquett hätte es veranlasst. Jetzt kann ich meine Tochter in Wendel nicht mehr besuchen gehen. Oh, nicht gut. Aber wir schaffen das schon dahin. Auf den Wiesen liegt eine Menge Zeugs rum. Aber man muss das Gras mähen, um es zu finden. Okay, dann gehen wir mal hier in die Taverne. Das Gasthaus von Toppel. Was hast du zu sagen? Toppel, Dame. Man sagt, der Schlossherr von Schloss Winquett oder Winquett. Winquett? Winquett? Winquett. Hinter der Flotte der Grotte sein Unterweltmarvole. Das Tor zum Schloss steht nur nach Einbruch der Nacht offen. Marvolen. Als ich noch klein war, hat Lord Granz immer gesagt, dass Marvolen und Menschen friedlich zusammenleben könnten. Und da klingelt das Telefon. Dann verabschiede ich mich mal an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!